Wir sind am Germanischen Nationalmuseum im Moment im Rahmen des Aktionsplans Vermittlung der Leibniz-Forschungsmuseen. Damit beschäftigt, eine digitale Lern- und Wissensplattform auf die Beine zu stellen. Das ist ein Projekt auf 2 Jahre angelegt und es geht darum, unsere Bestände für eine breite Öffentlichkeit erreichbar zu machen, die Forschungsdaten, die wir haben, zu präsentieren und das Ganze von der Vermittlung her gedacht. Und es geht auch darum, eine breite Unterstützung zu bekommen von den Sammlungsleitern über natürlich die IT-Abteilung, die da also kräftig mitarbeitet, bis hin zu den Menschen, die sich wirklich gut auskennen mit den Besuchern, nämlich dem KPZ, dem Kulturpädagogischen Zentrum der Stadt Nürnberg, und letztendlich auch den Besucher selbst. Also wir versuchen, eine breite Unterstützung für diese Plattform zu gewinnen. Wir fangen an mit einer ganz kleinen Kerngruppe. Das Erste und Wichtigste ist zu gucken, wer hat welche Kompetenz, wer hat welches Mindset, welches Denken, was uns nützt. Wo sind eventuelle Bremser? Wo sind Menschen, mit denen wir uns zusammentun können? Und was sind die Ressourcen im Haus? Wir haben jetzt schon ganz viele digitalisierte Daten. Wir haben Forschungsprojekte, wir sind ein Forschungsmuseum. Und wir wollen natürlich schauen, dass wir diese ganzen Ressourcen auch nutzen, dass wir sie bündeln. Und wir gucken als Erstes, wer ist denn das Haus? Ganz wichtige Frage. Wo fangen wir an? Und wir haben uns entschieden, für unsere Fragestellung anzufangen mit den Sammlungsleitern, die wir eingeladen haben, mit uns gemeinsam zu denken. Wir haben eine sogenannte Denkrunde etabliert und haben ein 4-köpfiges Team aus Sammlungsleitern, jetzt inzwischen sind es 5, zusammengestellt. Oder das sind die, die unserer Einladung gefolgt sind. Und mit denen zusammen überlegen wir uns eben diese Strukturen. Und nachdem wir dann diese Themen und auch die Struktur gesetzt haben, sind wir zu den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des KPZ gegangen und haben gesagt, okay, wir wollen wissen, was einen Besucher an diesen Themen interessiert. Was sind typische Fragen in Führung? Was sind Nachfragen nach Führungsangeboten? Was sind Fragen, die die Inhalte der Lehrpläne mit abdecken? Und sind dann mit diesen Fragen, da kam ganz viel, und es sind nicht unbedingt die Fragen, die ein Sammlungsleiter als Erstes sich ausdenkt. Mit diesen Fragen sind wir dann wieder an die Sammlungsleiter herangetreten und haben gesagt, okay, das sind die Fragen, mit denen wir hier arbeiten wollen. Was sind eure Antworten auf diese Fragen mit euren Objekten, mit eurem Wissen? Und diese Form des Dialogs habe ich also mit einem Augenzwinkern dialogisches Kuratieren genannt, weil auch die Sammlungsleiter dadurch untereinander viel besser in Dialog gebracht werden. Und insofern war das ganz hilfreich, um einfach diese langen Narrative, die normalerweise im Raum stehen, aufzubrechen und das Ganze etwas interaktiver zu gestalten. Wir arbeiten auch mit den Methoden des Design Thinking und haben jetzt erste sehr einfache Modelle gebastelt, die wir jetzt im Zuge des Internationalen Museumstages mit echten Besuchern testen wollen. Das Ganze sollte idealerweise moderiert sein in einer Form, dass die Zusammenarbeit gut klappt, dass es also nicht auf Expertendiskussionen hinausläuft, sondern wirklich um ein wohlwollendes, kreatives Miteinander, wo man notfalls auch mal doofe Ideen äußern kann, denn jede doofe Idee ist möglicherweise der Weg zu einer guten Idee. Also wenn man gegenseitig die Ideen weiterentwickelt, dann kommt man einfach viel, viel weiter, als wenn man nur alleine denkt. Und ich denke mal, das ist das Allerwichtigste und auch wichtig, die Instanz des Besuchers wirklich ernst nehmen. Der Besucher ist eine wichtige Größe in diesem ganzen Denkprozess. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man den wirklich mit einbezieht und auch mal direkt fragt.